Herzlich willkommen in den Saalfelder Feengrotten. Mein Name ist Nick Mewes und ich bin Ihr Grottenführer und werde Sie jetzt eine gute Stunde durch unser altes Schaubergwerk begleiten. Folgen Sie mir. Sind wir erfolgreich eingefahren. Einfahren ist einfach das typische Bergmannssprache. Wir laufen nicht, wir fahren unter Tage. Und beim Hineingehen fahren wir eben ein. Und nachher, nach getaner Arbeit, also nach 12 Stunden, lasse ich wieder raus, dann fahren wir aus. Angelangt sind wir hier auf der ersten Ebene, der ersten Sohle unseres Bergwerkes. Unser Bergwerk hat 3 Sohlen. Wir stehen hier auf der ersten, nebenbei der jüngsten Sohle. 2 weitere kommen dann noch. Und Sie werden feststellen, je weiter wir uns hinabkämpfen, desto älter und vor allem umso schöner wird das Ganze, was Sie wahrnehmen können. Dazu dann an passender Stelle mehr. Heilstollen. Wir finden dann unter normaler Auslastung bis zu 30 Personen Platz. Wir werden dann vom wachkundigen Schulpersonal betreut, liegen dann hier und ausruhen. Es gibt manchmal auch noch so ein bisschen Klangstimulation und dann auch mal einen guten Tee, dass dann quasi von innen ein bisschen aufgewärmt wird. Das ist ganz toll, Sie sehen ja auch trotzdem relativ lang. Und optisch toll ist dann diese kleine Grotte hier hinten. Unser kleiner Märchendom. Können Sie schon mal die ersten Tropfsteine hier bestaunen. Dank dieses Heilstollens sind wir auch in Saalfeld jetzt mittlerweile Träger, dass wir Kurort sind. Und dann haben wir deswegen auch jetzt verschiedene Kurangebote, die dann hier mit zusammenhängen können. Mit Kurkaffen und dergleichen. Jetzt gehen wir weiter. Bergmann in der Finsternis, in der schwarzen Grotte am Arbeiten. Das sind dann eben authentische Geräusche, die man hier hätte wahrnehmen können in früheren Zeiten. Sehr schön. Jetzt sind wir schon eine Weile hier in unserem Bergwerk. Jetzt müssen wir was ganz Wichtiges klären. Das sind ja die Feengrotten. Und wie schon erwähnt, Feengrotten, ein altes Bergwerk. Also eine Grotte ist was Künstliches, von Menschenhand erschaffen. Und eine Höhle des natürlichen Ursprungs. Wir haben eben hier Grotten, die einstmals von Menschenhand geschlagen wurden. Wir sind eben ein altes Bergwerk. Die ehemalige Grube Jeremias Glück. Und das Bergwerk ist eben auch in Teilen schon recht alt. Wie schon erwähnt, das hier oben ist die jüngste Sohle, so ungefähr 150 Jahre alt. Der älteste Bereich
Da geht es dann schon los im Jahre 1530. Also doch schon gut betagt unser Bergwerk. Jetzt betrachtet man nämlich mal ein ganz anderes, aber unglaublich wichtiges Thema hier im Berg, nämlich Licht. Bisher war es für Sie sehr komfortabel, das war ja mehr oder weniger hell. Hier hinten haben Sie mal ungefähr so eine kleine Vorstellung davon, wie die Realität in früheren Zeiten aussah. Das war ja erstmal finster, stockfinster. Wenn wir hier alles ausmachen würden, würden Sie gar nichts mehr sehen, noch nicht mal die Hand vor eigenen Augen, weil es hier keinerlei Restlicht gibt. Deswegen braucht der Bergmann Licht. Gibt es ein altes Sprichwort? Ohne Licht ist der Bergmann ein Wicht. Das stimmt auch so, sonst können Sie gar nichts anfangen. Das hier in meiner Hand war schon das bessere Licht zur damaligen Zeit, der Kerzenschein. Das kann sich ein normaler Bergmann gar nicht leisten. Meist nur der Steiger, denn Kerzen waren recht teuer. Deswegen gibt es auch im Steigerlied diese Zeile: Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Hand, bei der Nacht. Das heißt also, nur der Steiger hat ein helles Licht. Die normalen Bergleute erstmal ganz lange nicht. Und gerade jetzt Anfangszeit um 1530 bei uns noch nicht. Und auch wenn das für die Menschen damals als hell durchging, das Ganze hier ist dennoch nicht die Wucht. Wir würden es wahrscheinlich eher als elende Funzel titulieren. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Bleiben Sie hier vorne stehen und bestaunen Sie mal die Strahlkraft meines Lichtes. Sehen wir schon, so wirklich hell ist das nicht, ne? Ist recht dunkel. Und wohlgemerkt, das ist eben das bessere Licht der damaligen Zeit. Zweifel schon. Es war ungemütlich, hier zu arbeiten. Und das dann eben 12 Stunden am Tage, 6 Tage die Woche. Das ist natürlich auch eine Gefahrenquelle. Wenn Sie kaum was sehen, können Sie gerne meinen Kopf anstoßen, potenzielle Gefahren auch mal übersehen. Dann gibt es noch die Gefahr, hier am Berg vielleicht auf schlagendes Wetter zu treffen. Explosive Gase. Da macht sich so ein offenes Feuer natürlich auch ganz schlecht. Oder allgemein, es kann mal hoch eingehen, dass mal Stellen vom Berg sich bewegen, hinunterkamen, auf den Kopf fielen und. Hier im Bergwerk kann eine Menge schief gehen und es war nicht gewiss, dass alle wieder vollzählig hinauskamen. Deswegen diesen Gruß Glück auf, ist die fromme Hoffnung, der fromme Ausdruck der Bergleute, möglichst wohlbehalten und im besten Falle vollzählig wieder hinauszufinden. Aber auch hier im Bergwerk werden eben Gebete gesprochen. Das geschah meist hier vorne. In der Steigerstube, so eine Art Pausenraum, eine Art Gebetsraum. Ist dann je nach Bergwerk unterschiedlich, aber so in etwa war am Arbeitstag eine Stunde Pause und Gebet eben vorbehalten dafür. Dann traf man sich hier und hat eben Gebete gesprochen. Die Teilnahme an diesen Gebeten war verpflichtend. Wer unentschuldigt fehlte, der musste eine kleine Strafe zahlen in die Knappschaftskasse. Und um auf wirklich auf Nummer sicher gehen zu können, haben wir die junge Dame hier, die heilige Barbara, die Schutzheilige, die Schutzpatronin der Bergleute. Die Barbara hier passt eben auf uns auf, dass nichts geschieht. Und aufgrund der Barbara hat jeder Bergmann an seiner schicken Uniform, an der Ausgehuniform, genau 29 Knöpfe. Weil die Barbara leider nicht älter geworden ist. Wenn Sie aus Bergbauregionen kommen, kennen Sie vielleicht auch den Barbara-Tag, das ist der 4. Dezember, da ist es Brauch, einen Kirschzweig zu schneiden und daheim in die warme Stube zu stellen. Mit ein bisschen Glück blüht dieser genau zum Heiligen Abend auf. Wir gehen gleich weiter. Nun wird es erst einmal abenteuerlich für die großen Gäste. Kopf einziehen ist angesagt. Mir nach.
Wie gesagt, ein Bergwerk. Und selbst das ist ein bisschen größer gemacht worden. Hier vorne haben wir meinen Bergnotwürse hingestellt, zum Beispiel für so einen einfachen, na, wahrscheinlich eher Füller der Zeit oder auch Mauer. Die hatten meist einfache Leinenhemden an, die waren zumindest zu Anfang irgendwann mal weiß oder zumindest hell. Das kennen wir ja heute noch, wenn wir ins Bergwerk gehen. Tragen die Kumpel immer weiß. Das hat einen einfachen Grund, besser sichtbar. Dass man bei dem wenigen Licht, was man hat, so gut als möglich sichtbar ist. Hier vorne haben wir eine kleine Schatzkiste. Skizzeen ist althochdeutsch, heißt so viel wie ziehen und ist das Werkzeug der Bergleute. Das Skizzeen, das Skizzeen. Und dann liegt es gar nicht falsch. Ne? Licht. Und dann ist diese, nennen wir es erstmal Haube. Der Bergmann würde sagen, dann Schläge und Eisen, das Elementarste. Das kennen Sie hier, ganz klassisch in der Form, auch als Symbol des Bergbaus. Ja? Schläge, weil wir schlagen, und Eisen, ganz klassisch, weil der Kopf aus Eisen war. Bevor wir das aber zum Einsatz bringen können, brauchen wir Licht. Ich habe vorhin demonstriert mit dem Licht des Bergmannes, mit dieser Laterne und der Kerze. Das hat schon gebrannt, ganz komfortabel. Und so gut hat es der Bergmann erstmal nicht. Wenn wir Glück haben, erwischen wir den Steiger und können ihn anhauen und können um Licht bitten. Oder müssen es eben selber machen. Hinzu kommt eben auch noch, dass wir als normale Bergleute uns den Kerzenschein nicht leisten konnten. Eine Kerze war teuer, deswegen arbeitet der Bergmann hier mit. Der normale Kienspan, harzreiches Holz, zumeist von der Kiefer. Und damit kann man eben Licht machen. Anbekam das die Bergleute hier im Berg, hier mit einem Feuerstein und ganz klassisch ein Schlageisen. Kann man sehen, Funken können wir schlagen. Sind nicht so die Wucht, aber es reicht aus, wenn man weiß wie. Die Funken muss man schlagen und dann braucht man Hilfsmittel. Wir brauchen Sachen, die sehr gut brennen. Das hier ist Zunder. Das ist ein Baumpilz. Der wächst besonders gerne an Birken und Buchen. Der Zunderpilz oder auch Zunderschwamm. Und darin gibt es eine Schicht. Das sogenannte Trama, das können wir herauslösen, dann noch ein bisschen bearbeiten bei Bedarf. Und dann versuchen wir eben so einen Funken aufzufangen und dann wirklich eine schöne, kräftige Glut erzeugen, mit der wir den Kienspan ankriegen. So ein ganz grober, kleiner Einblick in die Werkzeuge der Bergleute. Und steigen wir ab zu den Quellgrotten. Dort sieht es auch schon nach Feengrotten aus, versprochen. Mir nach. Thank you.
nicht erschrecken. Ich mach's mal kurz dunkel. Das ist mal halbwegs authentisch. Und jetzt haben wir quasi den Sinn des Hörens ausgeschaltet. Wir lauschen mal. Da hören wir hier, tropft ordentlich. Ne? Hier sind wir in den Quellgrotten. Das ist auch der Bereich des Bergwerkes, wo das meiste Wasser vorkommt, wo wirklich viel, viel Wasser von den Tropfsteinen kommt. Ich hole sie mit. Holen wir hier vor in die Mitte. Ich lasse ihn gleich nicht aufgehen. Jetzt schon mal hier reinschauen. Das ist auch ein starker Kontrast zu dem, was wir bisher gesehen haben im Bergwerk. Unser Quellgrotten. Das heißt, wir sehen und hören wir es. Hier tropft es ordentlich. Und wo es tropft, kommen eben die ersten Tropfsteine zum Vorschein. Hier haben wir auch eine ordentliche Größe schon. Dieser Farbenreichtum, den wir hier in der Grotte haben, besonders gleich in der Grotte hier nebenan, beschert eben unseren Feengrotten einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Wir sind nämlich hier in den farbenreichsten Schaugrotten der Welt. Seit 1993 im Guinness-Buch der Rekorde vertreten. Erwartet man das mal klassischerweise nicht, wenn man in so ein Bergwerk geht und es dann doch recht farbenfroh werden kann. Das wird dann nachher noch besser als ohnehin schon. Aber wir sehen, wenn man wirklich so einen Berg in Ruhe lässt, dann zaubert die Natur wieder weiter. Schauen wir mal, kann man auch wieder träumen. Das schaut ein bisschen aus wie so ein Komet hier vorne. Eine Sternschnuppe. Das mal sehen. Und dann hier drüben auch. Da gehen wir gleich rein. Den Bauch setze ich auch zu. Na, hier diese Ströme. Das machen wir uns im normalen Besuch, aber ich nehme alles weg. Aber eben hier wirklich auch richtig alles locker. Es ist richtig schön, so eine richtig dicke Schicht von ein paar Zentimetern, bis hier runterkommt. Ganz beeindruckend, weil das. Man kommt das sonst im Alltag gar nicht mit, wie viel Material, Mineralien dann hier hinausfließen. Ob es dann quasi wegspült oder dann auch durch die Füße, ne, abgetreten wird. Jetzt ist es mal, naja, naturnah. Dann kommen Sie bitte mal hier mit rüber. Hier kann man zum Beispiel wahrnehmen, wie stark es eigentlich tropft. Und hier mal diese Tropfsteine, was ich oben schon erzählt habe, die teilweise haarfein sein können. Hier müssen wir ganz genau gucken, dass Sie die überhaupt sehen können. Und hier vorne mal ein Kontrast zu dem. Bisher haben wir sie ja geschont mit unseren Stollen. Das hier kommt der Realität schon näher. Ja, bisher haben wir für die Stollen alle größer und vor allem auch breiter gemacht. Das ist dann recht authentisch. Das kann aber durchaus noch kleiner werden. Es gibt stellenweise nur so kleine Löcher, wo die Berge noch den durchkrabbeln müssen. Und jetzt wird es abenteuerlich. Wir müssen gleich hier durch den langen Stollen. Und kleiner Stollen trifft das sehr, sehr gut. Der ist wirklich lang. Gute 185 Meter Stollenlinie gibt es vor uns. Das wird recht beschwerlich. Auch gerade für Sie recht groß. Immer schön den Kopf einziehen. Die Fürsthöhe beträgt größtenteils nur 1,70 Meter. Und diese Stollen, natürlich jetzt auch mittlerweile für Sie ein bisschen vergrößert, aber diese Stollen ganz grundlegend haben die Bergleute ungefähr 10 Jahre lang gearbeitet. Und wir laufen so 3 bis 5 Minuten da durch. Also wenn ich mir vorstelle, was für eine Arbeit das war. Wahnsinn. Wenn Sie überlegen, die Bergleute wurden im Schnitt so um die 40 Jahre alt. Mehr war nicht zu holen. Da haben die ein Viertel ihres Lebens nur hier dran geschuftet. Eine ganz stumpfsinnige Arbeit. Und nun rein ins Abenteuer. Kopf einziehen bitte. Dann schauen wir mal, was für tolle Farben es dann auch sind, wie das verläuft. Thank you.
Erzähl mal hier, hier würden sich jetzt quasi, wenn wir es jetzt in Ruhe lassen würden, mit der Zeit auch wieder Stalagmiten bilden. Schauen Sie mal. Sag ich hügelig mittlerweile. Wenn man drüber fassen würde, ist das auch so ein kleiner Hügel, da wachsen Stalagmiten. Jetzt können Sie kurz mal den Nacken ausruhen. Und wie diese tollen Flächen, die können Sie auch würdigen, sind da Flächen. Die sind Überzug. Wir haben es gleich geschafft. Vorne meinen Kopf anziehen, besonders niedrig, und dann folgt unser Butterkeller. Genau. Jetzt sind wir schon hier auf der dritten Sohle angelangt, also wirklich jetzt im unteren Areal unseres Bergwerkes. Und diese Grotten hier gehören zu den ältesten Grotten unseres Bergwerkes, der Butterkeller. Was wir sehen, ist eben auch diese Bergbutter, und die wurde früher hier, so im Bereich 1920, entnommen und als Arznei verkauft. Sollte appetitanregend wirken und. Hat nur einen kleinen Nachteil, wir haben ja doch deutliche Spuren von Arsen. Oh. Als wir gemerkt haben, dass es doch leicht giftig hat, haben sie wieder sein lassen. Dann darf man die Bergbutter sein. Gehen Sie am besten ganz vor, nicht wundern, ist noch eingekleidet hier. Unschwer zu erkennen, hier können Sie auch heiraten, wenn Sie das möchten. Das lohnt sich sehr. Optisches Highlight, gehen Sie mal ganz vor bis zur Mauer. Den großen Schritt. Dann sind wir jetzt hier im Märchenrum angelangt. Die größte und schönste Grotte
So ein klein wenig kann man schon erkennen. Näheres gleich. Dieser Grotte hier haben wir es überhaupt zu verdanken, dass wir heute die Feenkrotten in der jetzigen Form bestaunen dürfen. Achtung, mach Licht aus. Nicht erschrecken. Sie müssen sich vorstellen, das Bergwerk war betrieben. Das hier unten sind die ältesten Grotten. Das ist ja die tiefste Sohle bei uns, der älteste Bereich. Und dann war das hier unten so schon im 16. Jahrhundert quasi aufgefahren worden. Ganz oben haben sie bis zum Jahre 1855 gearbeitet und danach lässt man das alles in Ruhe. Und wenn man sich eben so die Zeit, haben Sie eben schon gesehen, in der kurzen Zeit, in diesen 4-5 Monaten hat sich viel getan und das Ganze hier wirklich jahrelang, vielleicht auch Jahrhunderte in Ruhe lässt, tut sich einiges. Und das hier unten gerät eben komplett in Vergessenheit. Und erst im Jahre 1913 wurde diese Grotte wiederentdeckt vom Herrn Mützelburg. Der Adolf Mützelburg, der hat das quasi das Ganze mit entdeckt und die Feengrotten im Ursprung gefördert. Sie müssen sich vorstellen, dass hier unten mal teilweise stellenweise verbrochen oder der Butterkeller war komplett verfüllt. Gute 2 Meter hoch, komplett mit Butter verfüllt. Die Bergleute mussten sich da quasi erstmal durchstechen, durchgraben, mühselig, um hier oben anzukommen. Dann stehen die Herren wie wir erstmal hier in der Dunkelheit und hören es tropfen. Dann dort man, okay, da muss noch was geben, man kann was erahnen. Und die haben natürlich nicht gleich wie wir, ne? Tolles großes Licht, sind auch die Grubenlampen dabei. Gut, im Jahre 1913 bis was Moderneres als den Kienspan, aber trotzdem, so die Wucht war es erstmal nicht. Dann können Sie sich vorstellen, die kommen hier oben an, haben das Licht und sehen vielleicht hier an den Stößen die ersten tollen Farben. Hier im First können wir die ersten Tropfsteine wahrnehmen. Dann sehen Sie, es geht immer weiter und weiter. Es ist fast wie so eine große Halle, die sich hier auftut. Und dann überall diese tollen bunten Farben. Und irgendwann können Sie hinten dieses ganze Panorama wahrnehmen. So ein richtiger Vorhang von fein filigranen Tropfsteinen und dann eben diese tollen weißen Stalagmiten. Sieht ja schon aus wie so eine Stadt vom Weiten irgendwie, ne? Kann sich vorstellen. Und ganz klar, da waren die Herren hin und weg. Müssen sich vorstellen, ne? In der Zeit damals 1913, naja, kurz vor Weihnachten, entdecken sie sowas hier. Die Bergleute natürlich auch gefroren, schwer geschuftet. Die haben das Ganze auch ihre Arbeit mit 1-2 Grubenfuseln vielleicht unterstützt. Und dann reicht bei diesem Zauber ein Lichtschein aus, vielleicht vom Kumpel hinter ihm, zack. Und schon haben sie eine Fee vorbeihuschen gesehen. Ganz klar, was denn auch sonst. Und wenn die Fee vorbeihuscht, bleiben ganz klar auch Feenhaare hier an der Fürste hängen. Und bilden wunderschöne, fragile Tropfsteine. So ein kleines Märchen, so eine kleine Geschichte, wie wir zu dem Namen Feenkrotten gekommen sind. Das haben wir uns auch gesagt. Abgesehen von der Fee ist das Ganze auch plausibel, muss dazu sagen, ehrlicherweise, auch wenn das wirklich feenhaft und zauberhaft ausschaut, Feenkrotte ist auch ein Marketing-Gag gewesen. Damals, in diesem Zeitraum 1913, 1914, war eben die Fee einfach in, das war ein Modefarbe gewesen und da hat man gleich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Man liest das Licht wieder an, dann kann man das Ganze mal im vollen Lichte betrachten. Also, die Fee eben auch natürlich aufmerksamkeitsgenerierend. Das ist wie wenn sie heute irgendwo Herr der Ringe draufschreiben oder Hobbit. Ne? In Eiswald haben wir die Hobbithöhle, das Hobbitdorf. Da haben sie dadurch auch automatisch gleich eine größere Aufmerksamkeit. Nichtsdestotrotz, mit ein bisschen Fantasie, wirkt das hier schon wie so eine Märchenlandschaft. Und weil das hier so schön ist, wurde sogar schon als Filmkulisse genutzt. Das war als Märchenverfilmung. Die kleine Meerjungfrau mit dem Ben Becker als Neptun, das müsste aus dem Jahre 2013 sein,
hat man dann oben in diesen drei Quellgrotten, als auch hier gedreht. Da waren die Schauspielerinnen und Schauspieler mittendrin in der Grotte. Haben sie dann ausgetobt. Dann stellen Sie sich mal eine Melbenfrau vor, die sind nicht allzu stark bekleidet. Wärmer als jetzt wird es dann auch nicht, dann im Wasser. Die haben uns schon schön gefroren bei den Dreharbeiten. Das ist aber ein schöner Film geworden. Achten Sie mal drauf, zur Weihnachtszeit oder so, dann tauchen die manchmal auch auf. Wie es aber immer so ist, an der schönsten Stelle heißt dann auch bei uns langsam, aber sicher aufhören. Das heißt, wir fahren gleich aus. Auf dem Weg nach draußen kann ich aber noch ein, zwei Sachen zeigen. Wir fahren jetzt aus durch die neue Strecke. Die wurde erst 2001 aufgefahren, also wirklich relativ jung. Kein Altbergbau mehr. Das haben wir gemacht, um diesen Rundgang quasi ein bisschen zu optimieren. Kommen Sie erst mal mit. Hier was, das hat so einen Kontrast zu den anderen Stollen, durch die wir gelaufen sind, die wir gefahren sind. Hier haben wir einen Ausbau, ein sogenanntes Stempelwerk. Das sind so Stützsysteme, das kennt man, wenn man so eine klassische Goldkrämermine zum Beispiel denkt, so aus einem Westernfilm, ne? Fällt da so ein Bild meistens ein. Ein so ein Balken ist ein Stempel, ganz viele davon Stempelwerk. Und die stützen dann eben den Berg selbst. Achtung, Treppe. Wenn Sie nochmal sich zurückbesinnen an den langen Stollen, dann ist da rechts neben uns so ein kleiner Rinnsal lang gelaufen. Durch diese Rinne, durch die sogenannte Seige. Der fließt quasi weiter, das Wasser von da kommt eben hier durch. Hier drüber. Das ist quasi Wasser oben auf den Quellgrotten. Und was wir sehen, ist ein großer, mächtiger Stalaktitaustau, eine Baumwurzel. Und zwar gehört das zu einer doppelstämmigen Eiche, das können Sie oben auch sehen. Wir machen ein Beispielbild da, ne, über Tage. Das ist hier an der Stelle gute 4,5, 5 Meter in den Berg hineingewachsen. Geht noch weiter, die Baumwurzel. Und mit den Jahren hat sich eben das Material, was wir oben haben, vor allem Eisenocker, in große Mengen auf dieser Wurzel abgelagert. Solche so eine Optik haben, als wäre das versteinert, versintert oder ganz und gar ein Tropfstein. Das ist skurril. Den kann man da ahnen, kann man sehen, dass es Wurzel ist. Ne? Und dann haben wir es geschafft. Man könnte natürlich doch stundenlang hier im Berg verbringen, aber mehr Zeit würde man nicht rauben. Wir fahren aus, gibt es noch eine kleine Belohnung für Sie. Folgen Sie mir unauffällig.